Für viele ist es Zauberei. Für Anni ein normaler Trainingstag im Sportleistungszentrum in Hannover-Badenstedt. Die Drittklässlerin hat es gerade in der jüngsten Altersklasse in den Bundeskader geschafft. Sie ist eines der hoffnungsvollsten Talente in Deutschland. Der Kader-Qualifikationswettkampf in Dortmund, das war nichts für schwache Nerven, vor allem im Corona-Jahr. Da war das schon aufregend, weil wir hatten lange nicht mehr einen Wettkampf und wir waren nicht mehr so richtig daran gewöhnt. Schön weit nach vorne fassen. Ja, viel besser. Hast du es gemerkt? Weil alles ein bisschen weiter war, mehr der Akkustütz da war. Gut, dann kannst du die zweite Bahn schon einturnen. Fünfmal die Woche geht es für die 9-jährige Athletin aus Bemerode nach Badenstedt. 3,5 Stunden Training liegen dann vor ihr und ihren Trainingskameradinnen. Die Turnerinnen dürfen nicht zimperlich sein. Das hier ist Hochleistungssport. Und sie lieben es. Selbst in den Pausen schlagen die Mädchen Räder, üben Flickflack und Salti. Was ist dein ganz großer Traum? Olympiaturnerin. Auch Olympiaturnerin. Auch Olympia. Träumst du auch von sowas wie Olympische Spiele? Ja? Mhm. Olympia als Motivation, genau wie eine Glocke, die Alarm schlägt, wenn eine Turnerin ein neues Element schafft. Was hast du geschafft? Glückstecher am Barren mit Caro. Cool! Und das hier ist der sogenannte Glückstecher. Ich bin davor. Sehr gut, schön fest reingehen. Sehr gut, noch eine Kippe. Ja, prima, Anni. Sehr gut. Macht man normalerweise erst mit 12 Jahren. Und dann gibt's noch den halben Riesen. Der halbe Riese, da macht man aus dem Handstand sozusagen so fast wie Riesen. Nur, dass man nicht nach der Banane hoch in Handstand geht, sondern in den Stütz wieder. Also man geht nicht erst in Handstand und dann in den Stütz, sondern hier. Und dann macht man sozusagen so einen Ausschwung. Wie das genau funktioniert, erklärt sie den Mädels. Trainerin Caroline Neute, sie ist ruhig, besonnen, ganz leise und fängt die Mädchen auf, wenn sie fallen. Eigentlich würde man sie gar nicht bemerken in der Halle, wären da nicht die Fortschritte ihrer Schützlinge, wie die von Anni. Anni zeichnet besonders ihr Ehrgeiz aus, also es ist ein gesunder Ehrgeiz. Sie hat Spaß am Turnen, sie hat unheimlich Spaß daran, neue Sachen zu lernen. Und brennt so förmlich dafür, wirklich etwas Neues zu lernen. Und das ist natürlich im Turnen unabdingbar. Wenn man erstmal einen Teil kann, dann ist das super. Aber dann kommt es natürlich darauf an, das technisch so sauber und so perfekt zu turnen, dass wir im Wettkampf keine Abzüge bekommen. Und daran arbeiten wir im Moment. Die Halle in Badenstedt hat der Niedersächsische Turnerbund erst vor einem Jahr für mehr als 500.000 Euro saniert. Kaderathleten dürfen hier auch während des Lockdowns trainieren. Von vielen schaffen es trotzdem nur die wenigsten bis ganz nach oben. Man kann schon sagen, dass das äußerst selten ist. Denn beim Gerätturnen der Frauen ist es nicht nur wichtig, talentiert zu sein, es braucht auch das Mindset und es braucht vor allem auch die Leidenschaft und die Liebe zum Turnen. Und die darf über die Jahre nicht verloren gehen. Denn ein normaler Tag im Leben eines Turntalents hat das ganz schön in sich. Schule, Hausaufgaben, Training. Und trotzdem bleibt Anni noch Zeit zum Puzzeln, Klavierspielen und für abenteuerliche Spritztouren mit Schwester Ida. Aber das Training ist auch jeden Tag ein Abenteuer für sie. Vor allem, wenn so coole Mädels wie Greta, Kira, Sarah und Savannah dabei sind. Wenn ich jetzt die ganze Zeit alleine trainieren würde, da würden wir zum Beispiel, würde mich oder ich niemanden anfeuern und so. Und das ist einfach schöner, wenn man eine Trainingsgruppe hat und zusammen trainieren kann. So können sie sich gegenseitig pushen, sich Mut zusprechen, damit beim Wettkampf die Übung dann so aussieht. Für Anni ganz normal, für die meisten von uns einfach zauberhaft.